wie gesagt, ich glaube, dass der Maschine zentral das Thema des Willens fehlt. Also das gibt da immer sozusagen, sagen auch die Techniker, warum sollte eigentlich eine Maschine den Willen haben, die Welt zu vernichten? Ja? Also wo kommt das denn her? Es muss ihr ja irgendjemand beigebracht haben. Also warum sollen die den Willen haben, gegen die Menschheit zu kämpfen? Oder warum soll, also die wollen nichts und davon muss man sich verabschieden. Das ist sehr spannend, dass wir, zum Beispiel, wenn ich meinen Staubsaugerroboter sehe, wie der versucht immer über die Schwelle zu kommen und schafft das nicht, dann denke ich, der will in die Küche und kommt da nicht lang. Aber der will gar nicht in die Küche, sondern der hat den Befehl, immer hochzufahren und wenn er abrutscht, dann wieder nochmal hochzufahren. Also der arbeitet sozusagen irgendwas ab, aber er hat keinen Fokus und so kann auch eine Maschine nicht neugierig sein. Aber schon der einfachsten Maschine als Mensch schreibe ich Willen, Neugierde, Frustration, Schmerz, Freude zu und denke dann, ach, jetzt ist der Raub, jetzt hat er es geschafft, er ist in der Küche, jetzt freut er sich sicher. Das ist natürlich Quatsch. Ja, und ich glaube nicht, dass eine Maschine selber Emotionen entwickeln kann, weil da bestimmte Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind. Aber was eine Maschine wohl kann, die kann also die Emotionen, die ich als Mensch habe, kann die Maschine meine Emotionen spiegeln. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge in die Maschine reinbauen und ich gucke mir diese Maschine an und dann entsteht in meinem Gehirn wiederum die Emotion, aha, die Maschine ist traurig. Obwohl, die Maschine kann nicht traurig sein. Aber das ist also genauso, als würde ich irgendwo ein Bild mir anschauen oder in der ganz normalen Natur sehe ich auf einmal Gesichter, also diese sogenannten Hidden Faces, ne? Ja, die sind natürlich nicht da, aber das entsteht in meinem Kopf. Und genauso ist also auch eine Maschine, kann also meine Emotionen spiegeln. Aber sie kann selber keine, oder man sollte niemals nie sagen, aber sie kann keine Emotionen selber erzeugen. Das finde ich immer eigentlich interessant, wie stark sozusagen da die menschliche Vorstellung sowas gestaltet. Und das ist bei der Gefährlichkeit der Roboter oder ob sie harmlos sind oder ob sie schlauer sind als wir oder ob sie was wollen. Das sind alles Sachen, die wir da reinprojizieren. Die Roboter wollen eigentlich gar nichts. Die wollen eigentlich nur ihre Hausaufgaben machen. Und wenn man den Strom rauszieht, dann bleiben sie stehen. Also es ist manchmal total banal. Aber zum Beispiel Patricia, unsere Choreografin, die bringt immer wieder das Thema Angst oder Fremdheit ein. Also die sagt immer, das Projekt ist für sie auch wichtig, um quasi die Distanz zu verringern. Dadurch, dass es mal auf dem Theater ist, dadurch, dass man das mal spielerisch aufzieht. Und das finde ich sehr interessant, weil sie doch jemand das repräsentiert, dass viele Leute sich doch von der Technik irgendwie bevormundet finden und da ein System irgendwie ihnen gegenübertritt, über das sie keine Kontrolle haben und wo sie auch nicht wissen, wie das funktioniert. Und die Patricia, die findet das auch so ein bisschen spooky, was wir da machen und vertraut uns da. Gleichzeitig findet sie es aber auch total spannend, mit denen in Kommunikation zu treten. Und klar, wir möchten auch, dass wir irgendwie den zeigen, wie friedlich oder wie fantasievoll und kreativ das Ganze sein kann. Aber das sehen wir gar nicht so. Also ich finde es immer sehr interessant, dass Patricia da immer darauf insistiert, dass man auch den Leuten das nahe bringt. Na, dass die, zum Beispiel die Roboterfigur, gerade jetzt so im Spielbereich oder im Haushaltsbereich, dass die zum Beispiel nicht gefährlich aussieht oder vertraut aussieht, dass sie also zum Beispiel eine bestimmte Größe hat. Es gab zum Beispiel von der Firma Honda gab es diese ersten laufenden Roboter. Das waren also so Experimentalprojekte. Und dann wurden diese Roboter eine Zeit lang immer größer, immer größer. Und bis sie dann so mal ein Maximum von 1,80 Meter hatten. Und dann haben sie gesagt, nee, das wird zu gefährlich. Und dann hat man die Roboter alle wieder kleiner gemacht. Die sind also alle, also was so laufende Roboter sind, so menschenähnliche Strukturen haben, die haben alle so eine Größe von 1,40 Meter bis maximal 1,60 Meter. Weil das nicht als gefährlich empfunden wird. Und da spielt, denke ich mal, die Kunst auch, ja, Mensch-Maschine-Schnittstelle, wie kann ich das gestalten, spielt eine unheimlich große Rolle.